Guten Nachmittag. Wir von Mayday sind auch heute wieder unterwegs. Wir sind vor dem Bundeshaus und haben als Gastinterviewpartner den Lars Guggisberg von der SVP. Lars, heute ist das Differenzbereinigungsverfahren zwischen dem Ständ- und Nationalrat betreffend unseren Anliegen. Was kannst du dazu sagen? Ja, das ist richtig. Es ist jetzt die erste Runde von dieser Differenzbereinigung zwischen National- und Ständerat. Es ist so, dass in den Grundsätzen ist man sich einig. Es gibt noch einige Differenzen, die noch zu bereinigen sind. Aber ihr wartet da nicht mehr ganz die grossen Änderungen. Also darf die Reisebranche noch Hoffnung haben? Besteht die Möglichkeit, dass wir noch vor Ende Jahr unsere Kurzarbeitsentschädigung für die Inhaber und Arbeitgeber ähnliche Positionen bekommen und dass wir als Branche in besonderer Not mit einem besonderen Status anerkannt werden? Ganz wichtig war natürlich, dass letzte Woche die Motion von der SVP durchgekommen ist für die Unterstützung eben von Härtefallbranchen, wo eben auch die Reisebranche dazugehört, dass man bis die Massnahmen weiterhin greifen gegen die Verbreitung des Coronavirus, dass man dort die Branchen eben unterstützt als Härtefall. Also dort hat das Parlament auch schon einen Treff gegeben, was man will und was nicht. Und ich gehe davon aus, dass es jetzt Eingang findet im Gesetz und dass am Schluss das Gesetz auch wieder durchkommt. Also ist die Chance doch eher gering, dass wir leer ausgehen, wie viele von uns befürchten, weil es geht wirklich um die Existenz von 1500 kleinen und Kleinstreisebüros. Da besteht also Hoffnung. Ich glaube, es ist den meisten Parlamentarierinnen und Parlamentariern bewusst, dass da 10'000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, dass auch Lehrstellen auf dem Spiel stehen und dass man dort wird zu Hilfe kommen seitens Staat. Allerdings steht natürlich auch im Zentrum, dass man vor allem auch die Massnahmen jetzt endlich sollte noch mehr lockern sollte, also auch punkto Quarantäne. Das wäre für die Reisebranche ganz wichtig, weil am Schluss ist es, glaube ich, auch im Sinne der Reisebranche, dass man das Geld eben selber wieder verdient und es muss jetzt die Balance gefunden werden, zwischen finanzieller Unterstützung, aber dann vor allem auch wieder auf eigenen Beinen stehen. Das sehen wir natürlich genau so. Besteht die Chance, dass man die Quarantäne-Regeln, die eigentlich mehr als Überreaktion anschauen, austauschen mit der Covid-19-Testphase am Flughafen? Wie das in Deutschland zum Beispiel der Fall ist? Also unsere Partei, die SVP, die drückt sehr auf das. Wir wollen möglichst rasche weitere Lockerungen erreichen, ohne dass es selbstverständlich zu einem weiteren Lockdown führt. Und es ist durchaus denkbar, dass solche Ersatz quasi von dieser langen Quarantänepflicht durch Tests, wo dann auch wieder schneller die Resultate da sind, ersetzt wird. Merci vielmals, Lars Guggisberg. Wir sind dankbar, haben wir ein offenes Ohr gefunden im Nationalrat und im Ständerat. Ich stelle fest, dass die Anliegen von der Reisebranche parteiübergreifend wahrgenommen werden und auch anerkannt werden. Siehst du das auch so? Ja, klar, ganz grundsätzlich. Wir müssen die Krise gemeinsam bewältigen. Und klar, es geht Meinungen auseinander über die Art und Weise, wie man es macht, über wie viel das man eben mit Geld macht, wie viel das man macht mit Lockerungen von Massnahmen. Dort sind wir ganz klar eher bei den lockernden Massnahmen natürlich, begleitet durch, wenn es das braucht, Schutzkonzept, die einzelnen Fälle. Aber insgesamt bestehen ordnungspolitische Bedenken jetzt in Bezug auf das Gesetz, aber das Gesetz wird beschlossen, Mehrheit finden, bin ich überzeugt. Und wir werden die Krise gemeinsam überstehen und wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Das sind Worte. Merci vielmals, Lars Guggisberg, für die wertvolle Zeit, die wir von Mayday haben bekommen, für ein kurzes Interview.